Alle Leute, eigentlich sollte das hier ein Video werden, wie ich ein Formakarium baue, aber naja, ich hab's verschissen. Hallo und willkommen. Heute machen wir ein Formikarium für eine Leptospirenkolonie. Ich habe momentan einige zu Hause noch da. Ein paar gefangen, ein paar hatte ich noch da. Wir machen jetzt eins für eine etwas ältere Kolonie. Gut, älter ist auch relativ. Ich habe das jetzt seit einer Woche erst. Aber ja, hier seht ihr alles, was wir dafür brauchen werden. Hier die Dose, die als Arena dienen wird, ist dieselbe wie für die andere Kolonie da drüben. Dann hier Gips, so einen kleinen Zweig, weil ich den ganz cool finde darin. Abklebeband, Wasser und natürlich hier das Korknest, das ich selbst gebaut habe. Es ist nicht ganz so hübsch, aber ganz funktional und naja, billig halt, ne? Und ja, dann werde ich euch heute mal zeigen, wie ich das so mache. Also gut, anfangen tun wir hier mit der Box. Dann nehmen wir das Abklebeband hier und benutzen das, um innen drin. Sekunde. Gut, vergiss das mit dem Klebeband. Ich bin da selbst zu dumm für, das von innen abzukleben. Wir machen es ohne. Ja, das ist meine Kompetenz. Ja. Ich nehme erstmal hier die Zweige raus. Das wird das schlechteste Video aller Zeiten. Der Napf ist voll mit Gips, geil. Das ist übrigens ein Napf, den ich benutze, selbst gemacht. Ich benutze einfach eine dicke Acrylglasscheibe und bohr da mit einem Bohrer ein Loch rein, also halb durch. Und das muss dann einfach als Napf für die Ameisen. Ist recht praktisch, einfach sauber zu machen, egal. Was wir jetzt machen ist, wir geben den Großteil vom Gips hier rein. Dann hübsch hier so ausbreiten, dass der den Boden bedeckt. Und dann geben wir etwas Wasser, zunächst ein bisschen Wasser dazu und verrühren den. Nicht, am Anfang nicht zu viel Wasser hinzugeben, sonst kriegt man das später nicht vernünftig sauber. Das will man nicht. Also erstmal nicht so viel Wasser hinzugeben. Und dann, wenn man mehr braucht, einfach hinzugeben. Hier ist auch schon der Grund, weswegen ich ursprünglich eigentlich das abkleben wollte, weil der Rand jetzt voll mit Gips ist und den kriegt man später nicht mehr weg. Ja, ich versuche es jetzt mal ganz kurz mit etwas Watte zu reinigen. Das lassen wir jetzt nicht trocknen, sondern wobei, ja doch, das lassen wir erstmal jetzt trocknen. Das dauert circa, kann man sagen, eine halbe Stunde und dann sehen wir es wieder. So, ja, der Gips ist jetzt halb getrocknet. Ich lasse ihn nicht ganz trocknen, weil jetzt erstmal der nächste Schritt kommt. Und zwar werde ich jetzt dieses Korknest hier, nicht unbedingt hübsch, aber funktionell, dort hineinbauen. Und zwar stelle ich das da so rein. Das ist hier an einer Ecke.
Und jetzt werde ich dort hinten das alles mit Gips füllen. Dann habe ich so eine Art Terrasse. Ja, ich habe ein bisschen verschissen. Erstens, alles ist voll mit Gips. Zweitens, das Nest ist voll mit Gips. Drittens, der Gips ist unter Wasser. Ja. Fuck. Abgesehen davon habe ich jetzt das nicht genügend davon. Ich versuche jetzt gerade den hier anzumischen, damit ich das da gleich ausfüllen kann. Ja. Ich hätte es halt vorher woanders außerhalb anmischen sollen, danach erst reinfüllen sollen und nicht andersrum, wie ich es jetzt gemacht habe, da drin das anzumischen. Aber hinterher ist man immer klüger. Ja, egal. Hauptsache, es hält ungefähr. Ich werde locker 500 Jahre brauchen, um das wieder sauber zu kriegen. Aber immerhin etwas, würde ich mal behaupten. Und wir werden dann sehen, wie das hinterher aussehen wird. Ja. Ja. Ich habe verschissen. Das ist jetzt praktisch das fertige Formakarium, also das fertige Nest plus Arena. Mir ist etwas Gips da in die Kammern reingeflossen. Die stehen doch jetzt momentan unter Wasser. Ja. Wir werden mal sehen, was daraus wird. Ansonsten, das da war absichtlich so. Jetzt sieht man es, das war absichtlich so. So ein kleiner Hügel, damit die da einfacher hochkommen. Das da hinten war nicht absichtlich an den Wänden, aber ich lasse es jetzt da, weil, keine Ahnung, Background, weiß ich nicht, ich lasse einfach da. Ja, das war jetzt eine Menge Dreck. Ich hätte es bei weitem klüger machen können, indem ich einfach den Gips vorher woanders angemischt hätte. Dann gäbe es weniger Dreck. Es wäre allgemein einfach nur bei weitem besser abgelaufen. Habe ich allerdings nicht gemacht. Hinterher ist man immer klüger. Das nächste Mal werde ich das aber so machen. Aber ja, ich denke, funktionieren tut das Teil noch. Ich werde es auch benutzen, sobald es ganz trocken ist. Und dann werde ich auch zeigen, wie die einziehen und so weiter und so fort. So, 2 Stunden später. Und eine Menge Aufräumarbeiten später ist das jetzt, wie es aussieht. Es hätte schlimmer kommen können, es hätte besser kommen können, naja. Aber ich bin doch ganz zufrieden eigentlich. Problem ist halt nur, ich habe immer noch Wasser da in diesen Kammern drin. Das wird eine Weile dauern, bis es raus ist, aber ja. Insgesamt finde ich es jetzt eigentlich ganz gut aus. Ich werde jetzt gleich noch die Kolonie rüberholen und dort hineinbringen. Das werde ich dann auch ganz kurz zeigen und dann war es eigentlich auch schon für heute. Also, ja. Also, das ist die Kolonie. Das hier vorne sind keine Eier. Das ist einfach nur der Sand aus deren vorherigen Teil. Der ist jetzt hier drin. Da vorne sind die ganzen Eier und natürlich eine Menge Brot. Ich glaube, sie hat nur eine Königin. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ja. Die Kolonie sieht schon mal nicht schlecht aus bisher. Scheint recht gut sich eingelebt zu haben hier. Oh, das ist eine Menge Brot. Yep, das ist eine Menge Brot. Auf jeden Fall, die kommen jetzt hier rein. Ich hoffe, die werden irgendwann auch dort hineinziehen. Es wird aber wahrscheinlich eine Weile dauern, weil, wie gesagt, das Teil ist gerade unter Wasser und es riecht noch etwas streng nach Silikon. Ich benutze es, um es zu verkleben. Aber ja, die ziehen jetzt da rein. Ich muss gleich noch ein paar Arbeiterinnen, die hier drin rumhängen, rausfischen. Das sollte aber nicht lange dauern. So sieht das Ganze jetzt fertig aus. Ja, die Paare sieht nicht so geil aus, aber sie tut ihren Zweck. Ich werde mir noch was überlegen müssen wegen dem hinteren Teil, weil die Pappe nicht ganz anliegt und naja, das sieht nicht so schön aus. Werde ich noch gucken müssen, was ich da mache. Ansonsten war es das eigentlich für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich werde versuchen, das nächste Mal das Video etwas besser zu machen und nicht unbedingt so viel zu verscheißen dabei. Egal. Dann bis zum nächsten Video, ne? Bye.